Legende lebt. Das grün-schwarze Geburtstagskind FC Wacker Innsbruck zeigte zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, warum Tirol den Beinamen Sportland der Alpen zurecht trägt. Als erfolgreichster österreichischer Bundesligist außerhalb Wiens befeuert der FC Wacker die Fußballbegeisterung im Land. Mehr als 7000 Fans nutzten am Freitag den lauen Bergsommerabend, um mit ihrem Verein im Tivoli-Stadion Tirol Geburtstag zu feiern. Zu diesem Anlass stellten sich auch jede Menge prominenter Gratulanten ein, die auf eine sehr erfolgreiche Geschichte beim Innsbrucker Traditionsverein verweisen können. Natürlich wünsche ich alles Gute und ich sammle immer Informationen, Gott sei Dank, Internet ist da und mein Sohn war jetzt bei Wacker Amateure und ja, alles verbindet uns, wie gesagt, wir haben immer Kontakt. Das stimmungsvolle Highlight des Abends war das Spiel der Wacker-Legenden gegen Wacker-Legionäre. Dieses kurzweilige Duell endete 5:5 und ließ glorreiche Erinnerungen an vergangene Sternstunden des Sportlandes Tirol wach werden. Stolze 10 Meistertitel kann Wacker vorweisen und unvergessen ist etwa der Sieg gegen das Weiße Ballett aus Madrid anno 1970. Der Traditionsverein hat im Laufe der Jahrzehnte einige der größten Sportler Tirols hervorgebracht. Sie haben das Image des Landes als sportliches Zentrum der Alpen international gestärkt. Tirol ist ein wunderschöner Platz, wo man sehr gut Luft holen kann und ich hoffe, Wacker Innsbruck holt Luft für die nächste und die nächsten Saisonen. Durch den Fußball sind auch enge Bande mit Tirol entstanden. Viele Wacker-Legenden haben Tirol während ihrer Tätigkeit in Innsbruck als Kraftplatz kennengelernt, den sie auch weiterhin gerne und häufig besuchen. Es ist meine zweite Heimat und ich habe 5 Jahre hier gespielt, 7 Jahre hier gewohnt. Wir haben Freunde noch hier. Ich habe mich gefreut, die Spieler von früher zu treffen. Ist doch eine Herzensangelegenheit und ganz klar, dass wenn man so eine Einladung bekommt, alles möglich macht, dass man hier sein kann und dann auch noch ein paar Minuten Fußball spielt. Nach dem Legendenmatch durfte auch die Kampfmannschaft des FC Wacker auflaufen. Der Gegner im Jubiläumsspiel war niemand geringerer als der HSV Hamburg. Der Rekordclub aus der Hansestadt erwies sich als galanter Gegner und unterlag dem Jubilar mit 0:2. Hoffentlich ein gutes Omen für die kommende Bundesliga-Saison des FC Wacker. Tirol ist ein großes Sportland, hat nicht nur im Skifahren, sondern auch im Fußball in der Vergangenheit und auch jetzt großes Potenzial. Und ich glaube, dass es auch im Fußball demnächst wieder aufwärts gehen wird.